Hi, ich bin der Max und heute zeige ich euch einen neuen Freestyle Basic Trick. Dieses Mal den Next Doll. Das ist der Move, in dem man den Ball im Nacken hält. Gar nicht so schwer, wie er aussieht. Passt auf. Hier ist es wichtig, dass ihr nicht einen krummen Buckel macht, sondern mit dem Rücken gerade an eurer Gürtellinie heruntergeht und den Rücken gerade lasst. Der nächste Schritt ist dann, dass ihr nicht mit dem Kopf nach unten guckt, sondern euch immer einen Punkt vor euch sucht und ihn fixiert und mit dem Kopf nach vorne schaut. Und als letzten Tipp kann ich euch noch sagen, die Schultern anzuziehen, als hättet ihr ein Kreuz wie ein Kleiderschrank, um da hinten eine Kuhle zu bilden. Und da bleibt der Ball dann auch liegen. Wenn ihr den Ball nun im Nacken halten könnt, ist es natürlich der nächste Schritt, ihn da auch zu fangen. Hierzu müsst ihr schauen, dass ihr mit euren Knien nicht durchgedrückt seid, sondern schön locker seid, weil ihr müsst den Ball, wenn er von oben kommt, schön abfedern mit den Knien. Das braucht ein bisschen Übung. Wenn ihr den Ball werft, guckt, dass ihr nicht zu hoch werft, sondern einfach so, dass er quasi über euren Kopf geht. Diese Höhe ist optimal. Weil je höher der Ball ist, desto schwerer ist es, ihn zu fangen. Hat man das gemeistert, ist natürlich die Königsdisziplin, das Ganze vom Fuß aus zu machen. Hierzu den Ball einfach aufrollen und so knapp wie möglich über den Kopf werfen, um ihn dann mit Hilfe der Knie abzufedern und im Nacken zu halten. Braucht ein bisschen Übung, aber sonst wäre es ja langweilig und jeder könnte es. Ich hoffe, ich konnte euch ermutigen, ein paar Freestyle-Tricks zu lernen und den Next Doll schafft ihr bestimmt sehr bald. Falls ihr noch ein paar mehr Fragen zu dem Trick habt, schreibt sie mir in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich euch die nächsten Tricks beibringe. Ciao!